Vorstellung unseres neuen Projektes, Produktes der Kreativplattform Leverkusen. Warum machen wir das? Wir haben seit 2 Jahren unsere Branchenkampagne für die Kreativwirtschaft laufen. Das ist verschiedene Teilbranchen von Design, Eventagenturen, Internetagenturen, Software, Architektur. Das kann man auf der Karte auch nochmal sehen. Das geht ja auch, das nochmal darzustellen, was das ist. Was machen diese Firmen? Die Firmen geben anderen Firmen ein Gesicht. Insbesondere natürlich dem Handwerk und produzierenden Unternehmen, sich selbst natürlich auch, völlig klar. Aber das Ziel ist ja auch, dass unsere Unternehmen, die wir in Leverkusen haben, wir sind ja stark durch produzierendes Gewerbe bekannter Standort, dass auch diese Unternehmen eben auch das Gesicht bekommen, das sie im Wettbewerb benötigen, im Wettbewerb um Kunden, um Fachkräfte, um Aufmerksamkeit, um sich auch ihren Kunden selbst wieder darstellen zu können. Das ist im Wesentlichen das, was Kreativwirtschaft eigentlich macht, sei es jetzt über eine gelungene Homepage, über Online-Kampagnen, über eine tolle Inneneinrichtung, wie wir sie hier haben. Wir sind bei Mentor Media, eine der Agenturen bei uns, schön, dass wir hier sein dürfen. Und sie haben eine schöne Loft-Architektur hier realisiert, zusammen mit dem Ralf Adler hier nebenan. Wir haben in dieser Kampagne verschiedene Projekte bisher gefahren. Ich werde Sebastian Hahn, unser Projektleiter, gleich vorstellen. Sind jetzt eben im dritten Jahr. Jetzt kommen wir in der Online-Plattform nochmal mit dazu. Und so wollen wir eben auf der einen Seite auch die Kreativwirtschaft hier ein Gesicht geben, wollen sie auch vernetzen über Business, über den Internetstammtisch, aber eben auch anderen Unternehmen der etablierten Wirtschaft, die Handwerk produzierendes Gewerbe auch darstellen, was es alles in Leverkusen gibt, um selber wettbewerbsfähig zu bleiben und noch besser zu werden. Das vielleicht mal so zum Einstieg, unsere Herangehensweise an dieses Thema, was wir im Detail machen und was wir Ihnen heute auch vorstellen wollen. Im Konkreten wird jetzt Sebastian Hahn, unser Projektleiter, Ihnen vorstellen. Ja, vielen Dank. Der Herr Dr. Rohmeier sagt es ja bereits, wir hatten dieses Thema jetzt seit 2014, Anfang 2014. Also die Kreativwirtschaft als Kompetenzfeld in die Dienstleistungen der WFL aufgenommen. Und das Ganze gab so einen richtigen Startschuss. Wir hatten einen Mittelstandsdialog, das ist ein Format, das wir regelmäßig fahren, wo wir Betriebe einladen und zu einem Thema informieren. Diesen Mittelstandsdialog haben wir dem Thema Kreativwirtschaft gewidmet, um einfach mal so einen Impuls zu geben, um so einen Startschuss zu geben, alle Unternehmen aus der Kreativwirtschaft in Leverkusen einzuladen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, was möchte die Kreativwirtschaft hier vor Ort, wie können wir auch als Wirtschaftsförderung Lösungen anbieten, wie können wir unterstützend tätig sein, um die Betriebe hier wettbewerbsfähiger zu machen bzw. die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, neue Betriebe anzusiedeln und auch eben das ganze Thema in Leverkusen einfach größer werden zu lassen. Und erfreulicherweise war die Resonanz sehr groß bei diesem Mittelstandsdialog und die Szene war auch aktiv. Also das heißt, die Szene möchte und wollte was tun und möchte es auch immer noch. Und es kam ganz klar heraus, dass die Kreativen daran interessiert sind, sich selber untereinander besser zu vernetzen, damit man weiß, wer am Standort eben tätig ist, außer einem selber. Und gleichzeitig möchte man auch sich nach außen vernetzen. Das heißt, sowohl mit anderen Kreativen außerhalb Leverkusens, aber vor allem auch mit unterschiedlichen Branchen, mit potenziellen Auftraggebern. Und diese beiden Ziele, interne Vernetzung und eben Sichtbarkeit nach außen erhöhen, haben wir dann in unser Kompetenzfeld mit aufgenommen und versuchen seitdem mit Veranstaltungen, mit Informationen eben das Thema zu bespielen. Als erster wichtiger Baustein wurde damals ein regelmäßiger Branchentreff ins Leben gerufen. Das ist das Business-Frühstück, das jetzt im September zum 10. Mal laufen wird. Das hat sich als Branchentreff etabliert. Dort informieren wir gemeinsam mit Kreativen, die das Ganze auch mit betreuen bzw. thematisch betreuen, informieren wir über 30 bis 40 Teilnehmer, die bei dem Frühstück dann immer dabei sind. Das ist eine lockere Atmosphäre, eben so ein Austausch regelmäßiger und das hat sich so mittlerweile etabliert. Darüber hinaus wollen
einfach mal eine Auflistung starten mit dem Branchenbuch, also einem Vorläufer dieser Online-Plattform, eben um zu gucken, wie viele Unternehmen in der Kreativwirtschaft sind dann wirklich in Leverkusen und sind auch dazu bereit, sich zu vernetzen und eben auch zu präsentieren über ein gedrucktes Exemplar in der Form. Mit dem Ziel, mit dem Langzeitziel, eben auf diese Online-Plattform zu gehen. Denn das war eben der Wunsch von vielen Kreativen und wurde auch eben als wichtiges Instrument gesehen. Das Ganze spielte sich immer in Rücksprache und mit großer Unterstützung der Kreativen und von vielen Agenturen und Freelancern ab. Das heißt, wir hatten einen Arbeitskreis, in dem sich diverse Unternehmen beteiligt haben und eben ehrenamtlich an diesem Projekt gearbeitet haben. Das zum Beispiel heute Gunnar Holz hier von Design B3, die das Ganze begleitet haben. Von Design B3 stammt auch das Logo, das kostenlos für das Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Also das, was Sie hier oben links in der ersten Leiste sehen, der kreative Wirtschaft Leverkusen, stammt also von Design B3. Und das ist eben ein Anzeichen, das zeigt nochmal deutlich, dass die Unternehmen hier vor Ort wirklich aus diesem Projekt was machen möchten, was reingeben möchten. Nicht immer nur monetäre Ziele verfolgen, sondern eben das ganze Projekt mit nach vorne bringen möchten und eben Leverkusen als Standort vertreten möchten. Wir hatten noch verschiedene andere Formate, die Schreibtischbörse, das ist aber jetzt so vieles, was drumherum passiert. Wichtig für uns war es auf jeden Fall, das Ganze auf einer Online-Plattform zu liefern, weil das so State of the Art ist. Das ist einfach die Möglichkeit, eben sich darzustellen in sehr klassischer Art und Weise, wie man es jetzt über eine Internetplattform eben kennt. Und wir haben mit dieser Plattform, die wir dieses Jahr dann an den Start gebracht haben, vor allem zwei Ziele verfolgt. Die intensive Vernetzung der Unternehmen selber untereinander nochmal fortschreiten zu lassen, eben, dass man jetzt viel einfacher auch nach anderen Betrieben, anderen Agenturen suchen kann, die das Ähnliche machen wie jemand selbst. Und eben auch Informationen hier über diese Plattform finden kann. Wir haben jetzt hier gerade, was wir sehen, die Anzeige von Design B3, die eben auf der Suche sind, sie vergrößern nach einem Designer, sowas wird hier irgendwie drüber laufen. Eine andere Möglichkeit ist eben, so einen Informationsaustausch stattfinden zu lassen, wer einen Kooperationspartner sucht, sowas möchten wir hier ganz klar drüber fördern. Und das zweite große Ziel ist eben, potenzielle Auftraggeber auf die Leverkusener Betriebe, auf die Leverkusener Agenturen hinzuweisen, zu zeigen, hier habt ihr eine ganz große Anzahl von Agenturen und warum muss man denn immer großartig über die Stadtgrenzen von Leverkusen hinweg gucken, wenn das Gute so nahe liegt und eben viele Agenturen hier beste Dienstleistungen bringen aus dem kreativen Milieu. Ich möchte jetzt ganz gerne mal kurz auf die grundlegenden Funktionen der Webseite zu sprechen kommen, bevor ich dann das Wort eben an Mentormedia und Design B3 gleich geben werde. Mentormedia wird diese Seite mit uns jetzt weiter betreuen als Programmierer und Designer. Design B3 war, wie gesagt, in der Entstehung auch mit beteiligt und hat unterstützend Hilfe angeboten und gewirkt und eben das Logo zur Verfügung gestellt und designt. Die grundlegenden Funktionen der Seite sind drei Funktionen, möchte ich hier hervorheben. Einmal, und das ist das Wichtigste, die kreative Suche. Wir haben also Kreative, die sich hier auf dieser Seite mit einem Profil registrieren können und eben so sichtbar werden und über die Suchmaske hier Kreative finden, kommen wir eben auf die Suche und können hier entweder nach Kategorien suchen, da haben wir den verschiedene Teilmärkte, die wir hier haben, Design, Werbung wurde eben schon erwähnt, das sind so die drei, und zusammen mit Eventagenturen sind das hier die drei großen Bausteine in Leverkusen, aber auch eben Presse, Kunstmarkt, alles was man so klassischerweise zur Kreativwirtschaft zählen würde, kann man hier drüber suchen. Ich würde jetzt einfach mal direkt ohne ein Stichwort einzugeben auf kreative Suchen klicken und dann sehen Sie, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier mal eine Karte als Übersicht, wie viele Betriebe wo sich befinden in Leverkusen und dann eben diese klassische Listenansicht, wer schon mitmacht. Und wenn wir jetzt hier mal zu unserem Gastgeber klicken, ins Profil, das ist natürlich für Mentormedia, da sehen Sie, wie das dann
im Einzelprofil aufgebaut ist. Da kann jede Firma ein Textfeld, um sich vorzustellen. Die Kontaktdaten werden eben angegeben, damit man direkt in Kontakt treten kann. Und ich zeige nochmal, wo sich die Firma befindet. Und hallo. Und was die Möglichkeit besteht auch, das Ganze mit seinen Social-Network-Kanälen zu verknüpfen. In dem Fall haben wir jetzt hier die Verlinkung zu Google Plus von Metamedia und eben zu Facebook. So, das ist diese klassische Möglichkeit, eben sich hier mit Profil darzustellen und eben dadurch seine Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir können jetzt einmal bei unserem anderen. Jetzt hätte ich vielleicht die Teil angehen, aber das sollte eigentlich auch nicht so sein. So. Zum anderen Partner hier gerade vor Ort Design B3 ins Profil, dann sehen wir noch eine weitere Möglichkeit, die hier besteht. Und zwar haben die Unternehmen die Möglichkeit, sogenannte Arbeitsproben hier vorzustellen. Die können sie hochladen und eben zeigen, was haben wir bereits gemacht im Bereich oder jetzt bei Design B3 ist es ja viele. Die sich auch viel um Logo-Kreierung kümmern, haben wir hier also auch eine Referenz, die Logos oder wahrscheinlich sind das nicht alle, sondern erstmal eine Auswahl von Logos, die von Design B3 erstellt wurden. So, das ist die Möglichkeit, die eben die Kreativen haben, sich hier vorzustellen. Die nächste wichtige Funktion ist eben die Neuigkeitenseite, das heißt, hier werden Informationen gestreut, die wichtig sind für die Kreativbranche. Wir haben hier eben die beiden Nachrichten, das sind beziehungsweise die beiden Stellenausschreibungen, aber auch so News wie über das wissenschaftliche Mitteilung hier, dass die Kultur oder den Impuls der Kulturwirtschaft festgestellt hat, auf die Freizeit geschaltet oder eben hier den NRW Kreativkredit, den mitunter ja ein wichtiges Instrument sein kann, wenn man mal einen Kredit braucht, der von der NRW-Bank ausgegeben wird und darüber kann man sich dann eben auch informieren. Das ist eine klassische Listenansicht und da kann man in die einzelnen Neuigkeiten eben reinklicken, wie man das schon kennt, und dann kriegt man den Gesamtartikel. Das gleiche ist eben auch für Termine sichtbar. Hier werden wir dann auch weiterhin über Termine rund um Leverkusen und in Leverkusen vor allen Dingen informieren. Wir haben jetzt hier die Gamescom noch mit reingenommen, die aktuell läuft, aber auch der nächste Webstammtisch wird hier schon mal angekündigt, der am 1. September stattfinden wird und das nächste Business-Frühstück, das am 14. September stattfinden wird. Also hier haben wir ganz klar die Informationsplattform für die Kreativen, die eben hier informiert werden, was alles noch so rumläuft. Gleichzeitig ist dazu zu sagen, dass die Kreativen auch gerne immer Input in diese Seite geben können. Das heißt, wenn Neuigkeiten gestreut werden sollen oder Termine gestreut werden sollen, können die Kreativen eben auf den Wirtschaftsförderung Leverkusen zugehen und das eben uns zur Verfügung stellen. Und wir stellen das dann gerne, wenn das auf die Seite passt, eben hier drauf. Ja, das sind die grundlegenden Funktionen, die ich jetzt gerne vorstellen wollte. Und nochmal zu den Zielgruppen, ganz klar, interne Vernetzung, weitere Informationen für die Kreativen vor Ort, aber vor allem eben auch über die Profile der potenziellen Auftraggeber auf die Agenturen in Leverkusen aufmerksam machen. Ja, dann würde ich gerne das Wort weitergeben. Ich weiß nicht, wer zuerst möchte. Der eben das Ganze begleitet hat und daran auch teilnimmt. Ja, genau, wie der Herr Hahn schon sagte, für die kreative Wirtschaft in diese Projektgruppe mit reingerutscht irgendwo und haben dann eigentlich auch Feuer gefangen für das Thema. Der Herr Hahn hat eigentlich so das Licht der WFL so ein bisschen unter den Scheffel gestellt irgendwo. Es ist ein Tool, wenn man die ganze Blase rundherum sieht irgendwo, was ja per Excellence Wirtschaftsförderung ist, eben sowohl das nach interne gerichtete als auch das nach außen gerichtete. Und was ich sehr, sehr spannend daran finde, ist, es gibt so unendlich viele Kreative jeglicher Couleur, also auch ganz weit weg von der klassischen Werbung- und Agenturlandschaft hier in Leverkusen, die Weltunternehmen bearbeiten, die Red Dot-Gewinner sind, also wirklich hochkarätige Dienstleister. Die hat man aber nicht auf dem Schirm. Erstmal, weil es dafür keine Bühne gab bislang. Weil man halt oft auch so, ich sag mal, am Standort so ein bisschen überschaut wird irgendwie. Und das heißt, der Leverkusener arbeitet gerne für Düsseldorf oder Hamburg und umgekehrt. Dann kriegt das alles erstmal einen Wert, was aber eigentlich gar nicht notwendig ist. Also vor der eigenen Haustür zu kehren,
dann gibt es genug Dreck auf der einen Seite und genug Besen auf der zweiten Seite. Das finde ich sehr, sehr spannend an der ganzen Geschichte. Und eben auch die, wir machen das seit über 20 Jahren jetzt hier und ich habe mir eigentlich immer eingebildet, ich kenne mein Umfeld relativ gut, Pustekuchen. Also über die Plattform lässt sich noch so viel Neues entdecken, was tatsächlich auch sehr konkurrenzbefreit dann der Branche wirklich hilft, wenn man so ein bisschen kommunikationswillig ist. Was halt eben auch wieder den Standort der Branche an sich hier wirklich gut tut, um so eine Designkultur auch ein bisschen zu etablieren. Das ist so der zweite Punkt und wo die WFL oder das Thema mit der Kreativwirtschaft einfach noch völlig an der Oberfläche kratzt. Per Definition ist hier sehr, sehr weit gefächert. Also was hier noch überhaupt nicht drin aufgefangen ist, ist die komplette bildende Kunst. Musiker, Tonstudios, malende Künstler, Bühnenleute, die ganze Theaterkultur. Wenn das erstmal, ich sag mal, noch mit den klassischen Medien, was man so halt unter der Branche vielleicht eher versteht, Messebau und wie es nicht alle heißen, irgendwie vernetzt und wo, dann ist das ein riesen Pool, wo noch ganz, ganz viel geht. Einfach in dieser Verknüpfung und im Miteinander entwickeln. Also da kommen ja auch ganz einfache Synergien zusammen oder auch Projekte zusammen, die man vorher in seinem eigenen Suchkanal und Schirm hatte. Das ist, glaube ich, das, wo man mit der Internetplattform als völlig offen, also das kann sich auch jeder aus der Branche anmelden, das ist nicht reglementiert, oder dass man sagt, ich muss jetzt einen großen bürokratischen Weg gehen. Es ist so das Teil, was in der Mitte für die gesamte Branche liegt und jetzt muss es gespielt werden. Das ist so das große Ziel der Presse jetzt, da ein dickes Trömmchen zu klöppeln und wie damit auch das einfach angenommen und gelebt wird. Die selber nicht drin ist, nicht gestern. Witzigerweise, das ist ja per Definition übernommen von Kreativ NRW. Da hat man sich ein bisschen angeglichen. Manches verstehen wir auch jetzt nicht genau, was drunter ist. Nee, es ist vorgesehen, aber es ist noch mal ein Die guten Medien sind drin, ne? Ja. Ich glaube, so ein Stück. Eine ist drin oder zwei. Ja, die Grüne Zeitung und Leverkusen kommen. Es muss halt beworben werden, dass man freiwillig reingeht irgendwie und auch eben seine Chance darin sieht. Das denke ich mal, da sind wir völlig am Anfang und sehen, was da noch wirklich machbar ist mit dem Thema. Die Plattform braucht, damit sie nicht mal angenommen wird, deshalb sind wir hier, um das publik zu machen, das bekannt zu machen, das fehlt. Unter den Kreativen ist sie präsent, weil sie aus der Kreativität und aus der Wirtschaftsförderung heraus entstanden ist. Aber das breite Publikum, das erwarten wir. Also unter den Kreativen ist, glaube ich, noch nicht komplett durch alle Branchen, aber die da theoretisch nachweisen. Das ist aber auch was intern ist interessant. Aber die Kreativen, die rausgehen und kommunizieren, die haben das durchaus mitbekommen. Es gibt ja verschiedene Kreativen natürlich. Das ist ja viel breiter gefächert, als man gesagt hat. Schritt für Schritt. Um das zu unterstützen, kann ich ja vielleicht nochmal die aktuellen Zahlen durchgeben. Also 35 aktuelle Profile haben wir auf der Seite, die komplett vollständig sind. Drei oder vier haben noch was nachzuliefern in Form von Logo. Dann wären wir da bei 40, aber bereits über 20 haben sich noch zusätzlich angemeldet und eben das Profil noch nicht erstellt. Also wir haben da jetzt gerade so einen Pool, mit von dem wir reden, von 60 Unternehmen oder Freelancern und gleichzeitig ist das Ende der Fahnenstange dann noch längst nicht erreicht. Wir gehen eher von locker 120, 130 Betrieben in Leverkusen aus, die aktiv sich beteiligen könnten und dazu fehlen noch viele vom Kulturbereich, da würden bestimmt noch 100 dazukommen. So. Also wir sind da, gehen davon aus, dass das Potenzial locker bei 200 liegt. Ja, also im Kulturbereich, das ist halt schwierig da auch reinzublicken, da habe ich jetzt auch nicht so die Fühler da in dem Bereich und kann auf jeden Fall auch deutlich höher sein, natürlich. Aber für die ist die Plattform natürlich auch komplett offen. Das muss jetzt einfach, die ersten 35, die jetzt drauf sind, die sind jetzt natürlich auch in der Pflicht, das weiter zu kommunizieren, was es für Mehrwerte gibt. Und deswegen sitzen wir auch hier und möchten das gerne weiter publik machen, um eben vor allem
ja auch auf der anderen Seite dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es diese Plattform gibt und dass der erste Weg, wenn ich irgendwas in Form von kreativen Dienstleistungen suche, gerne über diese Seite passieren kann und vor allem für einen selber wahrscheinlich sogar die beste Wahl ist, weil man hier einfach die kompletten Auflistung der Kompetenz von Leverkusen hält. Wie heißt denn die Seite? Genau, Kreative Wirtschaft Leverkusen ist das Netzwerk, darüber kommen wir auch auf diese Seite. Der Einfachheit halber ist aber die Domain kreativ-lev.de. Genau, das ist die Domain, um die es geht. Kreative-wirtschaft-leverkusen.de würde auch gehen, da haben Sie einen Verweis drauf, das ist der Name des Netzwerkes, der ist sehr prägnant, nur als Domain halt ein bisschen zu lang, deswegen haben wir uns dann hier ein wenig reduziert. Genau. Über die Wirtschaftsförderung wahrscheinlich zu erreichen. Oder? Ist ein eigenes Netzwerk. Ist auch über die Wirtschaftsförderung zu erreichen, ist da verlinkt. Ja, 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 schön. Ja. Aber ich habe eine Frage, es ist eine dumme Frage, weil ich absolut ehrlich gesagt keine Ahnung von Wirtschaft habe, aber wie finanzieren Sie das? Also müssen die Firmen, die sich da anmelden, einen gewissen Betrag zahlen, um sozusagen diese Eigenwerbung zu lassen? Oder geht das über Werbung? Das wird im Moment komplett von der BFL finanziert. Also die hat die, wir haben dieses Projekt ja, mit einem eigenen Budget ausgestattet und eben dadurch die Seite jetzt erstellt. Und im Moment ist es nicht vorgesehen, dass das Ganze Kosten tragen wird für die Leute, also für die Nutzer. Das möchten wir ganz gerne frei halten. Je nachdem, wie sich das entwickelt, wenn wir den Ballon mal weiter 5-10 Jahre spinnen, dann kann natürlich so ein Finanzierungsmodell, je nachdem wie groß die Seite wird, realistisch sein. Das ist aber immer mit einer Art von Mehrwert verbunden für die Unternehmen, die dann auch dafür zahlen müssen. In dem Fall, wie wir es jetzt gemacht haben, ist die Seite eben kostenfrei und um das mal ganz ins Rollen zu bringen, ist es einfach Sie sagten, dass Sie auch notieren können, das ist nicht mehr. Ist nicht werbefrei. Also es ist für einen Standard ja auch ein Vorteil, wenn es nicht werbefrei ist, nur werbefrei. Das ist wie bei einem Printprodukt eben auch, also wenn man Branchenbuch, da gibt es ja das andere mehr. Das ist natürlich auch immer wieder Eigenwerbung. Aber es ist für einen Standard auch der Vorteil, wenn die Budgets hier in der Stadt bleiben können. Kreativen was davon. Man kann Arbeitsplätze schaffen, man steuert einen Bereich in der Stadt, das ist auch nochmal so ein Punkt. Die Wege sind kurz, das ist auch nochmal so ein Thema. Und wir werden unsererseits jetzt auch verstärkt natürlich auch diese Seite bei den möglichen Kunden auch bewerben und unsere Kanäle, die wir haben, Newsletter, wir werden das auch veranstalten machen, etc. pp, dass die natürlich auch wissen, da gibt es diese Seite, jetzt muss man die Seite bekannt machen, das ist völlig klar. Und das werden wir jetzt aber auch verstärkt starten an unsere Instrumente und dann eben diesen Austausch eben nochmal versuchen zu beschleunigen bzw. zu intensivieren. Wenn ich was erstmalig eintragen will oder meine Sache ändern will, schreibe ich Ihnen eine Mail oder habe ich da ein User und Passwort, das ich schon verbastelt habe? Das ist so, wie man das von anderen Plattformen eben kennt. Man hat einen ganz normalen Registrierungsprozess. Man kann sich erst registrieren für diese Plattform. Da werden dann so Sachen abgefragt wie Nutzernamen und eben Firma und vor allem natürlich E-Mail-Adresse, über das dann das Passwort bzw. der Aktivierungslink versendet wird. Und wenn dieser Aktivierungslink von Ihnen dann eben genutzt wird, aktiviert wird, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Profil eben zu erstellen. Das Ganze ist dann recht autark zu handeln. Es ist allerdings, da wir das als Wirtschaftsförderung tragen, haben wir da immer, oder müssen wir immer einen Daumen drauf haben. Deswegen werden Änderungen im Profil immer über den Administrator, über die Wirtschaftsförderung Leverkusen nochmal freigeschaltet werden müssen. Einfach um zu verhindern, dass dieses Ganze, dass die Plattform eben zu Zwecken genutzt wird, die nicht beabsichtigt sind. Also es gibt Probleme oder es gab schon Probleme bei anderen Plattformen mit politischen Statements oder mit Kommentaren, die einfach nicht gewünscht sind, mit Hasskommentaren etc. Und eben das Ganze zu verhindern, ist dieses Zweistufensystem, das immer der Administrator dann noch die Freigabe erteilen muss.
Und ja, auch ganz banal, um sicherzustellen, dass es die Leverkusener Unternehmen sind. Absolut. Und wünschen, dass sich hier einträgt, um den Markt im Prinzip mitzunehmen. Absolut, genau. Oder eben Branchen das Ganze nutzen, die eben originär zur Kreativwirtschaft zählen. Genau. Der Admin braucht dafür einen Monat oder einen Tag? Das geht schon innerhalb von wenigen Stunden. Geben Sie mir geglaubt? Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe gesehen, dass wir noch Nachholbedarf haben, wo er Twitter-Logo drauf hat und sowas. Ja, das kann man hinzufügen, genau, das ist kein Problem. Dann, das dauert geht innerhalb von 24 Stunden, kein Problem. Es war ein Werktag. Ja, man muss das dazu sagen. Und das Wochenende ist das dann leider nicht zu machen, dass das automatisiert wird. Ja. Ich werde nochmal die vorhin genannt hat. Das ist nämlich unser Motivator für dieses Netzwerk. Also wir sind eine Agentur hier ansässig, also das ist unser Büro. Und wir sind sehr aktiv an der Stärkung des Standorts Leverkusen und Opladen, Arnstadt. Wir haben gemerkt, dass es immer wichtiger ist, Nähe zu Kunden und zu den Mitarbeitern zu haben. Ich habe jahrelang auch über Telefon, Internet, Skype mit Kunden kommuniziert, wo ich keinen persönlichen Kontakt habe. Es hat sehr lange gut funktioniert. Das ändert sich, es gibt einen Wandel in den letzten Jahren, das beobachte ich. Da geht es eher um Persönliches, dass man sich direkt austauschen kann, dass man sich mal kurz trifft, auf einen Kaffee und neue Themen bespricht. Und das sehe ich in dieser Plattform auch sehr aktiv, weil es geht hier um uns, um Leverkusen und um die Nähe der Unternehmen. Auch nicht nur zu Kunden, sondern auch für Unternehmen untereinander. Und das finden wir klasse und das unterstützen wir. Wir unterstützen das technisch, wir übernehmen die Betreuung, die technische Betreuung und auch Ausgestaltung der Webseite. Das ist einer unserer Schwerpunkte, Online-Präsenzen zu gestalten, umzusetzen, zu optimieren. Ein anderer Schwerpunkt von uns ist, wir nennen das Mentoren, wir sind auf Multimedia, ist die, ja, ein bisschen kreativ. Da geht es darum, dass wir Unternehmen beraten, ausleuchten, Potenziale ausarbeiten und hervorheben und Unternehmen oder Produkte oder Konzepte voranbringen. Und das würden wir gerne hier in das Kreativnetzwerk einbringen. Sie hatten eben ein paar Zahlen genannt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 35 sind schon drauf, genau. 5 haben sich noch angemeldet und 20 weitere haben sich irgendwie eine andere Stufe schon angemeldet. Ja. Wie viel hatten wir in dieser Broschüre, die Sie vor 2 Jahren mal verteilt haben? Da waren es knapp über 80. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, es müssten 83, 84 gewesen sein. Das heißt, 24 haben kein Interesse oder sind mittlerweile tot als Unternehmen? Ich hoffe nicht. In der Tat sind auf jeden Fall noch nicht auf dieser Plattform. Das ist einfach ganz klar jetzt unsere Aufgabe, das weiterhin zu tragen über alle möglichen Kanäle. Zumal der Aufwand, sich hier zu registrieren, wir hatten das eben ganz kurz, und auch eben das Profil einzustellen, deutlich geringer ist als der Aufwand, in das Branchenbuch zu kommen. Da musste man richtig mit dem Text dann erstmal schreiben und nochmal absegnen lassen und das Logo rüberschicken als PDF. Das ist hier alles ganz einfach in einem Schritt möglich. Man kann das wahrscheinlich alles auf dem Computer oder vielleicht sogar auf dem Handy, das ist ja ganz responsiv gestaltet, dass Sie das genauso auch auf dem Tablet oder auf dem Handy anschauen könnten. Und dementsprechend ist dieser Anmeldungsprozess einfach keine Hürde. Und wir werden jetzt einfach auf jeden Fall auf die Leute nochmal direkt zugehen, die sich für das Branchenbuch oder im Branchenbuch waren, hier drin haben nicht. Aber ich sehe das auch gar nicht so schlimm, dass es jetzt erstmal 20 weniger als das ganze Branchenbuch oder dass da welche fehlen. Die kennen wir ja sogar, da können wir ja direkt drauf zugehen. Darüber hinaus haben wir einfach noch deutlich mehr Potenzial und das wird jetzt sukzessive einfach erhöht, das Pensum. Das Pensum sowohl, was die Bewerbung der Sache geht, als auch eben das Pensum, was hier auf der Seite dann eben zu finden ist, das die kreativen Profile, die da drauf sind. Genau. Ja, eine Verbreitung ist ja ein Multiplikator zu dem Druckenwerk.
Eben. Vom Bestücken als auch vom Finden her. Ja, absolut. Es ist deutlich einfacher und auch ja, leichter, das Ganze über die Netzwerke zu verbreiten. Im Branchen muss man unser altes Logo drin. So ist es, genau. Wir können es aktuell. Seitdem hat sich unser Logo verändert. Also zu Branchenbuchzeiten war ich noch allein unterwegs. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich die Frau Alders als Gegenpart kennengelernt und wir haben das ja gegründet und haben auch unsere Logos zusammengeführt. Also mein Name und den Logo. Und das können wir hier jederzeit abbilden. Im Branchenbuch, das müsste nochmal. Das müsste nochmal. Also, deswegen ist das ja diese Online-Plattform ja immer das Mittelziel gewesen. Und einfach State of the Art, wenn man sowas wie eine Plattform eben schon Branche darstellen möchte, auf jeden Fall, damit wir tagesaktuell sind. Genau. Das zeigt dann auch die Unternehmen, die sich hier eintragen, dass es überhaupt die Kreativwirtschaft gibt, dass der Standort hier auch lebendig und vielfältiger ist, als man vielleicht gemeinhin so denkt, dass es eben genau die Branchen auch gibt, die interessanterweise auch von den Wachstumszahlen her in NRW, wenn man das mal sieht, 65 Milliarden. Das war sogar auf jeden Fall die größte Branche. Umsatz, das heißt, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und gerade auch für Unternehmen, ich sagte es eingangs, eben auch die Möglichkeit, ein Gesicht zu kreieren. Wenn man nicht gesehen wird, es gibt so viel Wettbewerb, so viel Konkurrenz, wenn man nicht gesehen wird, egal wie das jetzt bedeutet, ob man Imagefilm macht, ob man jetzt ein schönes Logo macht oder was auch immer. Man muss ja da auch auffallen, um Wettbewerb wahrgenommen zu werden. Und dass es eben auch die Branche hier in der Stadt gibt, ist vielleicht auch im ersten Blick jetzt erstmal überraschend, aber es ist tatsächlich da. Das Netzwerk ist, finde ich, sehr lebendig. Wenn man dann mit Vertretern aus dem Land oder aus anderen Städten spricht, die finden das alle sehr eindrucksvoll auch, was es hier auch für eine Szene gibt. Und wenn die möglichen Kunden das auch nochmal wahrnehmen und sich auch bewusst werden, dass es eben ein wichtiges Instrument ist, mit kreativen Dienstleistungen auch wieder Kunden zu finden. Wir machen einmal im Jahr eine Imagebefragung bei der BFL und seit 3 Jahren sitzt ganz vorne, wenn man danach fragt, welche Themen interessieren Sie oder sind für Sie wichtig, da ist das Thema Kundengewinnung und Kundenpflege ganz oben dran. Und gerade neue Kunden zu gewinnen, ist eben auch der Auftritt, den man nach außen hin entscheidet. Kann noch so gut sein, wenn man jetzt irgendwie für sich selber Marketing macht, wie gesagt, in welcher Richtung auch immer. Sei es jetzt eine tolle Agentur, die man da draußen rumspricht, die haben das aber toll gemacht, vielleicht mit einem Architekten, wie auch immer. Sei es jetzt eben ein Logo, sei es ein Imagefilm, sei es ein Radiospot beispielsweise. Man muss jetzt bemerkbar machen. Und das können wir hier in Leverkusen leisten. Wir sind jetzt nicht nur ein Produktionsstandort, wir sind ja auch Ingenieurstandort. Aber wir haben auch eine rege kreative Szene. Kreativ jetzt in dem Sinne, dass es auch eben in wirtschaftlichen Sachverhalt umgewandelt werden kann, dem Logo. Das ist vielleicht nochmal so die Unterscheidung dann zur bildenden Kunst, wobei man das, also diese Vernetzung durchaus interessant sein kann. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich nochmal beschäftigen kann. Und es zeigt eben auch, dass wir hier sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass es hier wirklich sehr schöne kreative Daten gibt, die dann auch im eigenen Geschäft immer noch durchsetzen. Wir selber profitieren ja auch davon. Wir haben letztes Jahr unsere Dienstleistungskampagne gestartet für den Büro nach Leverkusen. Da machen wir sehr viel im Bereich Online-Marketing. Und das war für uns auch ein neuer Weg. Und es ist interessant, wenn man irgendwo auf dem Handy, auf einer Internetseite, unsere Werbung. Und das sind dann eben Zauberhänden, die Heinzelmännchen, die irgendwo in der digitalen Welt was machen. Das machen alles mit Leverkusener Agenturen oder auch der ganze Auftritt dieser Kampagne, alles hier mit Leverkusen gemacht. Und wir sehen jetzt auch schon den Erfolg, weil die Anfragen steigen von Unternehmen, von Bürodienstleistern, die sie Leverkusen ansässig machen wollen. Und das führen wir mit einem guten Teil darauf zurück, dass wir eben auch von den Wegen, das sind gerade die jungen Leute, die das dann auch wissen, wie das geht. Also gerade so mit Online-Marketing, das finde ich schon sehr spannend.
dass wir da auch die Zielgruppen genau ansprechen können. Es gibt andere Standorte, die plakatieren dann groß im Hauptbahnhof Köln, aber wer ist es denn? Ja, von denen, die entscheiden, wo es hingeht. Und da haben wir da einen Weg gefunden, zusammen hier mit Agenturen, dass wir die Zielgruppen direkt ansprechen. Und das ist schon eine große Hilfestellung, das gehört einfach zum Geschäft mit dazu. Das kann jedes Unternehmen hier am Standort eben auch jetzt sehr einfach finden, die Dienstleistungen über die Seite, was vielleicht mit den Branchen noch, ja, ich sage mal, analog auch der Fall war. Ist doch gut. Ja. Man, auch die Plattform bietet ja auch ein neues Bündeln eines Angebotes, was man halt tatsächlich nicht augenscheinlich vor der Brust hat für die Unternehmen. Die sagen, ich brauche Kreative, suchen wir jetzt einen Texter, einen Fotografen, einen Webdesigner. Über die Plattform und das Angebot habe ich aber auch eine Bündelung dadurch, dass man sagt, okay, der Camper macht eine Weihnachtsfeier, dann brauche ich einen Moderator, ich brauche einen Fotografen, der das dokumentiert, ich brauche einer, der es schneidet, ich brauche vielleicht einen Unterhaltungspart da drin, also einen Messebauer, ein ganz, ganz viel Gewerk, das noch weiter am Rand liegt. Ich brauche vielleicht was aus der systemischen Coach-Geschichte irgendwo, wenn ich irgendwo eine Befragung mache halt in so einem Publikum und. Oder einfach einen Pausenplan aus der Theaterwelt irgendwo buche für irgendwelche sehr wirtschaftlich orientierten Geschichten. Also muss nicht mehr der direkte Weg sein, aber wenn man so in der Branche zusammenklebt, lässt sich dann bestimmt auch wieder ein neues Paket draus basteln. Das Gegenüber noch gar nicht auf dem Schirm und vielleicht die Branche selber auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, das zu beleben und wirklich auch als Imagefaktor für Leverkusen einfach zu positionieren, da ist halt wirklich der Strich drunter. Und so kommen halt auch so an die Full-Service-Agenturen noch, wenn ein Pitch kommt und sie entsprechend beteiligen, indem man sich die Leute zusammensucht, was vielleicht ansonsten nur die ganz großen Agenturen in den Zentren jetzt wie Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt leisten können. Aber wenn man sich zusammentun, es gibt also dieses Bild, viele kleine Fische ergeben einen großen Fisch. Und das schaffen wir durch die interne Vernetzung. Leverkusen ist eine weltweit agierende Full-Service-Agentur. Ich würde mal unterstellen, dass die Top 10 DAX-Unternehmen alle irgendwo einen Dienstleister in Leverkusen sitzen haben. Einfach mal behauptet. Wenn man es nachguckt, kommt man bestimmt hin. Nur, man hat es nicht auf dem Schirm. Da ein Fünfmann-Unternehmen, da ein kleines Unternehmen und so. Aber das Bild so in Summe mit diesem Fischschwamm und Schwammintelligenz und auch Schwammkompetenz, ich glaube, das trifft es hier wirklich die Faust aufs Auge. Wir sitzen ja nicht im Niemandsland. Ne? Also wir haben ja auch ein Spektrum von tatsächlich Köln und Düsseldorf um uns herum, also genug Unternehmen, sogar in Leverkusen, auch nicht nur die großen, auf die man vielleicht noch teilt, sondern ganz, ganz viel Mittelstand irgendwo, dem es gut tut, vor der eigenen Haustür kurze Wege zu nutzen. Aber es kann mit Sicherheit auch nicht auf dem Schirm. Und die Unternehmen sind auch herzlich eingeladen, auf die Seite zu gehen. Das ist der Weg. Keiner mehr dazu was fragt, dann habe ich noch zu dem, was Sie kurz vorhin angeschnitten hatten. Ich vermiete einen Arbeitsplatz.de, was wir vor 2 Jahren mal bei Ihnen gesehen haben. Funktioniert das System allgemein oder bei Ihnen persönlich? Ich kann es für uns nur sagen, wir haben es dreimal aus unterschiedlichsten Richtungen in Anspruch genommen oder rausgegeben irgendwo. Ist völlig unkompliziert, manchmal auch sehr, für uns sehr überraschend, was da an Anfragen kommt, aber es hat stattgefunden. Ja, nochmal dazu, was Herr Born meint, das ist die Schreibtischbörse, ein anderes Projekt, was aber direkt hier an diese Kreativwirtschaftsseite dann auch bald angedockt sein wird. Das ist auf jeden Fall in Planung. Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass wir eine Möglichkeit schaffen wollten, dass Kreativbetriebe Möglichkeiten haben, einen Arbeitsplatz. Und damit meinen wir jetzt nicht einen Job, den sie anbieten, sondern wirklich einen Schreibtisch. Wir haben jetzt gerade mal hier einen Schreibtisch und einen Computer stehen, der wird gar nicht genutzt. Haben wir denn jemanden, der in den nächsten 3 Monaten das Ganze nutzen wird oder möchte? Und die Kreativwirtschaft ist einfach eben dadurch zeichnet sich dadurch aus, dass viele Freelancer dort arbeiten, viele Einzelarbeiter, die auch vielleicht gar nicht aus Leverkusen jetzt direkt kommen, aber für Leverkusen einmal in Leverkusen ein Projekt haben und dann temporär eben hier
Ja, genau, eben gezogen werden von eben temporären Arbeitsplatzgebrauchen. Also eine Art von Coworking, die wir erstmal ganz niederschwellig anbieten wollten. Das heißt, es tut den Anbietern, für die ist das kein großer Aufwand, diesen Arbeitsplatz mal eben in diese Börse reinzustellen und eben diese flexiblen Angebote zu machen. Und wenn dann eine Rückmeldung kommt, eben, dass man den Arbeitsplatz eben nutzen möchte für eine Woche, für einen Monat, dann ist da ein schneller Austausch da und dadurch befruchtet sich das Ganze gegenseitig. Da ein neuer Input für die Firma, die das anbietet, reinkommt und auch derjenige, der sich dann da für einen Monat einmietet, bekommt auch nochmal was gezeigt, was wie andere Firmen arbeiten, wie Firmen, die vor Ort sind, arbeiten. Gleichzeitig war das auch ein Angebot für vor allem Startups aus diesem Bereich, die noch gar nicht so richtig das Kapital haben, um ein eigenes Büro zu mieten, aber auch gar nicht mehr unbedingt nur zu Hause sein wollten. Ja, nur zu Hause vor dem eigenen Bildschirm sitzen wollten, vor allem weil man noch am Anfang viele Fragen hat. Und wie es da aussieht, wie baut man so ein Business auf, wie gehe ich mit Aufträgen um. Und dafür sind halt etablierte Unternehmen, wie zum Beispiel Design mit 3, die so einen Schreibtisch angeboten haben, perfekte Sparringspartner. Die haben das Ganze schon durchlebt und sind seit über 20 Jahren am Markt. Die haben auch auf sowas dann antworten können, eben den ganzen als Sparringspartner. Bei uns war es halt tatsächlich auch jemand aus Hamburg, der oder die für eine Zeit lang bei uns gesessen hat. Da hätten wir auch jetzt überhaupt nicht mit kalkuliert, so weit zu ziehen. Aber das ist, glaube ich, auch das Internet und über einen lokalen Kontakt entstanden. Ja, und war glücklich, dass er sich warm umsetzen konnte, 400 Kilometer und weiterarbeiten konnte. Völlig barrierefrei, sag ich jetzt mal. Bei Ihnen habe ich gelernt, 3 Leute waren da. Wie viele waren denn insgesamt da? Das kann man gar nicht so genau überblicken. Da erwischen Sie mich jetzt natürlich nicht auf dem falschen Fuß, aber wir haben es ja extra so angegeben, dass der direkte Kontakt zu den Anbietern gegeben wird. Also dass das gar nicht nur über die WFL als Umweg funktioniert, sondern eben auch direkt da angesprochen werden kann bei den Anbietern. Und da haben wir das auch gar nicht so eine direkte Rückmeldung immer gekriegt. Ich habe jetzt nur von Einzelnen eben gehört, dass es da funktioniert hat. Da wurden bereits auch schon Konferenzräume vermietet eben für eine Veranstaltung. Ja, wo eben das Unternehmen, das es gemietet hat, eben keinen zur Verfügung hatte. Also es funktioniert. Es funktioniert. Wir sehen es auch gar nicht so sehr in der Pflicht, das Ganze zu evaluieren, wie stark das frequentiert ist, weil eben der Input von den Anbietern sehr gering ist. Ja, wir brauchen nur einmal eben dieses Angebot ins Internet zu stellen und dann läuft das. Ja, das bin ich pflegedenkter. Aber es ist halt ein zusätzliches Angebot, eben das Ganze nochmal zu vernetzen und dieses Thema Coworking auch in Leverkusen mal zu etablieren. Das ist halt eben auch das Spannende über die Plattform. Da gibt es ja mal 1000 Ideen, damit man das in ähnlicher Weise hilfreich für einander, also für die Bauern, spielen kann. Ja, also da haben wir auch wieder was in der Pipeline, was demnächst vielleicht auch dann noch angedockt wird. Also es gibt noch genug Ideen. Ich glaube, mit Sicherheit auch Riesenpotenzial, was da noch wie es weiterentwickelt werden kann. Ja, also die Seite, so wie sie jetzt existiert, die wird sich auf jeden Fall auch in den nächsten Monaten noch weiterentwickeln. Nicht nur was die Profile angeht, dass die mehr dazukommen werden, sondern auch was die Nutzungs- und Funktionsmöglichkeiten für Kreative und auch für potenzielle Arbeitgeber eben angehen wird. Also denkbar wäre auch so eine mögliche schrittweise Hilfe für potenzielle Auftraggeber anzubieten, so einen Schritt für Schritt zum richtigen Anbieter, wenn man noch nicht genau weiß, was man benötigt. Also man hat eine Idee, irgendeine Veranstaltung zu machen, aber weiß noch nicht genau, wen ich jetzt anspreche, dann hat man jetzt mit verschiedenen Fragen, wird man dann zu den richtigen Agenturen geleitet, die jetzt dann möglicherweise die passenden Angebote dafür haben. Also sowas kann man sich alles vorstellen, das sind alles so Entwicklungsideen, die sukzessive umgesetzt werden, und vor allem aber immer in Rücksprache mit unseren Partnern dann. Und jetzt eine Idee kam wieder von Design mit 3, von dem Holz, die wir jetzt weiter verfolgen werden. Gleichzeitig hören wir natürlich auch auf unsere Agenturpartner, was die Umsetzung eben angeht und auch das Design angeht. Also wir werden da uns bei der Entwicklung eben mal eng mit der Szene abstimmen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wieder der Bier ausfüllen. Ja, genau. Vorher haben wir nicht jemanden. Ja, sicher.
bist doch für die Grüne Zeitung hier und die ist schon drin. Das stimmt. Gut, wenn keine Fragen sind, dann danke für Ihr Interesse. Danke, Herr Wiener, dass wir hier sein dürfen. Nur heute auch für den Input, für die Mitarbeit und Sebastian Hahn für die tolle Umsetzung der Seite. Und ja, jetzt gehen wir in die Bewerbung rein. Zur Schreibtischbörse fällt mir gerade ein, ich habe jetzt die Gelegenheit, in Moskau zu sein und habe in einer deutschsprachigen Zeitung dort eine Anzeige gesehen von der Rechtsanwaltskanzlei, die Schreibtische stundenweise vermieten. Das ist dem Verkehr geschuldet, aber wir haben vielleicht im nächsten Jahr auch mal die Gelegenheit nochmal auf diesen Grund. Für diese Seite des Rheins wird immer interessant sein. 2020. Das ist richtig. Das ist ein Faktor. Das ist ein Schneider. Das sehen wir auch an den Anfragen. Okay. Yeah.